dann lasst uns starten in Stunde 23. Stunde 23 wird eine gute Stunde. Ich sag's euch, ich hab's richtig im Gefühl, wir werden jetzt richtig, richtig viel Geld machen. Wir starten jetzt erstmal ganz kurz damit, dass wir noch unser drittes Feld fertig düngen, damit ich das einfach nicht vergesse. Weil dafür hat ja beim letzten Mal jetzt unser Dünger nicht mehr gereicht. Und dann bauen wir hier wieder unsere Gebilde da auf mit unseren Transportbändern. Und dann wird Silage verkauft. Oh ja. Und dann gibt's hoffentlich genug Geld für unser Sägewerk. Jetzt überlege ich gerade nochmal, wie das nochmal war hier mit unseren Förderbändern. Ich bin doch jetzt gerade, weiß ich wieder nicht, wie das ging mit den Förderbändern. Die konnten wir doch so fahren, ne? Wir konnten noch einsteigen in die Förderbänder. Das sieht so weird aus, finde ich, wie die sich bewegen, ohne dass man halt irgendwie drin sitzt oder so. Achso, ich hätte es vielleicht erstmal aufdecken sollen, wa? Es ist 100%. Silo öffnen! So, da stellen wir uns hin. Ja, ja, die Bänder, die waren wirklich key. Oh, das steht ja voll schief, da sehe ich gerade. Oh, mal gucken, ob es funktioniert. Förderband einschalten. Achso. Perfekt. Wunderbar. Ich finde Förderbänder so faszinierend irgendwie. Ich habe die ja vorher nie benutzt. Wir haben diesmal uns jetzt nicht ausgerechnet, was wir diesmal für unsere Silage bekommen werden, ne? Also ich habe jetzt gerade ehrlich gesagt keine Vorstellung, wie viel Geld wir gleich kriegen. Beim letzten Mal haben wir ja über 150.000, glaube ich, bekommen, ne? Das heißt also, wir werden, glaube ich, schon auf jeden Fall, es ist ja deutlich leerer als beim letzten Mal, aber wir werden, glaube ich, schon genug Geld machen, um uns das Sägewerk leisten zu können. Es geht ja easy. Ich dachte, man müsste es da noch draufladen. Nee, das ist so cool mit den Förderbändern. Das geht einfach so gut. Also, es ist richtig geil. Oh, wir fahren jetzt übrigens zu unserer Abladestelle. Es ist alles wieder gewachsen. Guckt euch an. Hier an diesem Ort hat das Ganze angefangen. Genau so sah es hier aus, als wir das Projekt angefangen haben. Es ist alles nachgewachsen. Das ganze Gras ist wieder da. Das ist richtig gut, dass es nachgewachsen ist, weil das bedeutet, dass wir jetzt hier das alles wieder mähen können, um unser Fahrsilo direkt wieder aufzufüllen. Also ich glaube tatsächlich, sobald unsere Felder fertig sind, haben wir Getreide, was wir, wodurch wir dann auf jeden Fall Hühner haben wollen. Und wir hätten auch Stroh, was sich halt echt anbietet, dann Kühe zu machen. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Da müssen wir dann halt nur so ein bisschen schauen, was das alles bedeutet. Das heißt, wir haben Milch. Das heißt, wir bräuchten dann nochmal ein neues Fass, weil unser... Ich glaube, unser Fass kann nur Wasser transportieren, wenn ich mich gerade nicht täusche. Ja, das ist auch ein sehr, sehr guter Plan. Ich muss gerade mal kurz für mich nachdenken, was wir jetzt machen. Wir kaufen uns gleich das Sägewerk, dann machen wir Forst. Und ich glaube, als nächstes würde ich mir tatsächlich gerne das Schmetterlingsmähwerk holen. Weil das sollte eigentlich an den Klaas hier dran passen, oder? Wie viel PS brauchen das? 70... Oh. Meint ihr, der Klaas mit 205 PS... schafft es, wenn insgesamt 230 gefordert werden? Meint ihr, das schafft er? Gebrauchtwarenshop könnten wir tatsächlich mal schauen. Oh! Der ist sehr gut, weil wir brauchen einen Kalkstreuer. 55% reduziert. Oh, ein Güllefass. Mensch, was ein Zufall. Aber gut, es kostet 87.000, ist halt voll teuer, ne? Zeig mal, wie leer ist denn das schon? Ah gut, nee, wir haben noch nicht die Hälfte raus. Ich hatte gerade irgendwie ein bisschen Angst, dass wir doch nicht auf unser Geld kommen. Aber werden wir kommen. Wir haben ja noch nicht mal die Hälfte raus. Wie wir einfach Dezember haben und es sieht aus, einfach als wäre hier das blühende Leben, ne? Müssen wir uns gleich nur logisch überlegen, wo wir unser Sägewerk hinbauen, ne? Dass wir halt nicht zu weite Fahrtwege haben. Also wir könnten überlegen, ob wir das Sägewerk dann genau dort platzieren, wo wir auch den Holzverkaufspunkt hingesetzt haben. Das wäre auch eine gute Möglichkeit. Wir haben ja unseren Holzverkaufspunkt hier hingesetzt. Und das ist hier oben halt auch eigentlich das größte Wald. Gebiet der Karte, ne? Also wir haben das hier schon auch ans größte Gebiet drangesetzt, deswegen das macht schon Sinn, auch hier dann das Sägewerk hinzusetzen, würde ich denken. Alles andere sind ja kleinere Holzgebiete. Das Sägewerk kostet, glaube ich, 56.000 Euro waren das, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also haben wir gleich. Ja, noch eine Fuhre danach und dann haben wir das Sägewerk drin. Unser Sägewerk drin. Dann können wir gleich wieder... Mensch, ich hab's ja... Also, ich weiß, aus meinem Mund klingt's cool. Ich hab's ja heute fast ein bisschen vermisst. Hab's ja fast ein bisschen vermisst, bisher Bäume zu fällen. Wir haben heute noch keinen einzigen Baum gefällt. Mir fehlt es auch ein bisschen. Forst einfach toll. Ich sag's euch. Mein nächster Spielstand wird Forst. Aber die Winde ist für mich wirklich ein krasses Ding. Ich finde die Winde...
hat das Ganze so angenehm gemacht, dass mir das richtig Spaß gemacht hat. Also immer noch Spaß macht. Silo wird dann nächstes Mal wieder ein wenig gefüllt. Ja, also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir das heute noch in Stunde 24 dann machen. Ne, dass wir das jetzt noch fertig leeren, dann bauen wir unser Sägewerk, dann fällen wir Bäume und dass wir dann in der letzten Stunde das Fahrsilo wieder voll machen. Ich glaube, das wäre schon klug, das noch voll zu machen. So, da ist es wieder leer hier. Ach so, wartet mal, wir müssen ja eigentlich... Na, okay, wir können auch einfach rückwärts dran fahren. Das hätten wir jetzt auch nochmal von der anderen Seite das bestellen können, aber ist nicht so schlimm. Wir können auch einfach hier rückwärts reinfahren. Das sollte ja kein Problem sein. So. Ach ja, stimmt, ich hätte das noch ausfahren können, ne? Stimmt, das habt ihr mir ja mal noch gesagt. Man kann einen Helfer einstellen? In den Förderband? Wild. Ach so, Maustasten. Ah, das ist natürlich cool. Die Bänder sind völlig unterschätzt. Ja, ich habe auch irgendwie, also ich meine, ich habe ja jetzt noch nie so Fahrsilo und so. Das ist ja wie gesagt auch mein allererstes Mal Fahrsilo. Aber ich finde trotzdem, ich finde die so gut. Die Bänder macht richtig Spaß. Neue Wege. Ich habe neue Wege im LS kennengelernt. Nee, das ist echt aber so. Es gibt ja wirklich viele Sachen, von denen ich gar keine Ahnung habe im LS, weil ich die aber noch nie gemacht habe. Das ist richtig schön, dass wir davon jetzt auch ein paar hier gemeinsam erkunden können. Deswegen, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich so gerne es schaffen möchte, am Ende der 100 Stunden die BGA zu haben. Weil ich habe noch nie eine BGA gebaut. Gib auf jeden Fall alles dafür. So, das ist ja jetzt hier unsere letzte Fuhre. Aber ey, war doch trotzdem wie 83.000. Wir hatten so gut wie kein Geld, als wir hier angefangen haben zu verkaufen. Also selbst wenn wir nur eine Stunde lang das Fahrsilo füllen, kriegen wir hier richtig, richtig gutes Geld raus. Das ist schon stark. Wie kostet denn die BGA? Wir können mal gucken. Ja, also die kleinste kostet 435.000. Ich glaube halt tatsächlich auch, dass die kleinste BGA für uns total ausreichend wäre. Also ich meine nicht, dass ich habe keine Ahnung davon. Ich weiß nicht, aber ich denke mir so, wir bräuchten ja Unmengen an Tieren und an Silage und an allem drum und dran, um eine große irgendwie befüllen zu können oder so. Also ich glaube, wir sollten, also eine kleine ist auch vollkommen ausreichend für unsere Zwecke hier. Kurz gucken, dass wir hier noch die letzten Reste rausholen. So, dann holen wir uns hier noch den kleinen Klecks vorne und dann ist leer. Och nö, liegt da jetzt Gras auf meinem Förderband? So. Warum flutscht es jetzt aber von da unten nicht hier weiter durch? Ah ja, guck mal. Kriegen wir hier noch unsere letzten Reste. Supi. Dann gehen wir die jetzt nochmal verkaufen. Okay. Dann sind wir jetzt also fertig mit unserem Fahrsilo. Dann stelle ich jetzt erstmal kurz wieder alles ab und fahre die Förderbänder da wieder raus. Und dann nehmen wir direkt auch schon unsere Winde mit und fahren schon mal dort hinten zu unserem Wald. Und dann platzieren wir da dann unser neues Sägewerk. So, ich bin gleich mal gespannt, wie viel in das Sägewerk reinpasst. Also wie viele Bäume wir theoretisch fällen müssten, um das voll zu machen. So, wobei, jetzt nochmal unser Wald. Also hier ist unser Verkaufspunkt und hier würde ich tatsächlich jetzt auch unser Sägewerk hinpflanzen. Ich meine, ich bin ja eigentlich immer Fan davon, wenn Dinge auch so nah beieinander stehen. Also wenn unser Hof halt auch an einem Ort wäre sozusagen. Aber es macht jetzt halt gar keinen Sinn, das Sägewerk irgendwie halt nicht hier zum Wald zu bauen. Dieses wundervolle Sägewerk wollen wir bauen. Ich überlege jetzt, ob ich mir das hier so hinstelle, weil dann könnten wir halt auch durchfahren. Weil hier ist was, aber da ist nur ein Bild von Häckselgut zu sehen, ne? Hä, das ist ja eigentlich richtig blöd. Muss ich da immer reinfahren dann? Das ist ja eigentlich ein bisschen doof platziert, ne? Wenn ich jetzt an meine Winde denke, da komme ich ja eigentlich voll schlecht rein. Ich glaube, wenn ich das so baue, ist es ganz okay eigentlich, oder? Bam! Okay, wunderbar! Oh, ich hoffe, dass ich habe jetzt keine Probleme, weil ich hier nicht geterraformt habe. Ich hoffe, ich komme da jetzt gut hoch. Wir testen es einfach. Okay, lasst uns ein Bäumchen holen. Das Sägewerk ist unsere erste Produktion übrigens, die wir damit gebaut haben. Also das ist ein krasser Meilenstein eigentlich gerade. So, du kleiner Baum. Du bist der Erste, der rein darf. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich jetzt da reinfahre. Das ist ja ein bisschen blöd gemacht. Also wer hat denn da diese Holz...
diese Baumstämme in die Mitte gelegt, dass man da nicht durchfahren kann. Das ist ja total blöd gemacht, oder nicht? Aber so müsste ja eigentlich schon reichen, oder? Und dann gehe ich zum Ausrufezeichen und gebe es ab, ne? Muss ich den jetzt irgendwie klein schneiden? Nee, ne? Nee, jetzt ist das da drin. Guckt mal, das war jetzt nur ein Baum und der ist jetzt, der hat schon relativ viel von dem Balken gefüllt. Also offensichtlich ist da gar nicht so viel Platz. Also wir müssen gar nicht so viele Bäume fällen, bis wir das voll haben. Das ist ja richtig gut. So, wie viel haben wir? Oh, okay, wir haben noch nicht mal die Hälfte. Na gut. Es sah irgendwie beim ersten Baum aus, als wenn das richtig fix gehen würde. Aber es war vielleicht auch, weil das so ein großer Baumi war. So. Das war der letzte Baum für die Stunde. Wir haben jetzt 53.000 Liter Holz da drin. Ist ein bisschen über drei Viertel, würde ich sagen, gefüllt. Also ist ganz gut. Und jetzt aktivieren wir noch. Und zwar nehmen wir jetzt, wir könnten halt auch überlegen, es ist auch klug, auf Holzbalken zu gehen, weil das wird am wenigsten Produkt. Und das ist für uns sinnvoll, weil dann bekommen wir nicht ganz so viele, Paletten, die wir verladen müssen. Ne? Ist ja vielleicht auch nicht verkehrt. Also, Holzbalken aktivieren wir. 24 Zyklen haben wir pro Monat. Okay. Also alle Stunde haben wir einen Zyklus. Okay. Ja, ich bin gespannt. Schauen wir mal, wie viel denn hier am Ende bei rauskommt. Ich freue mich auf unseren ersten Holzbalkenverkauf. Das heißt also, hier sind wir jetzt erstmal durch. Das war Stunde 23. In Stunde 24 werden wir dann uns, glaube ich, wieder daran machen, unser Fahrsilo voll zu machen. Ich denke, das ist schon auch wichtig, dass wir das auf jeden Fall auch immer wieder machen, so für den regelmäßigen finanziellen Input. Auf geht's. Lass uns starten in Stunde... Welches ist das denn jetzt? 24. Wir starten rein. Also, wir können unsere Winde hier stehen lassen. Das stimmt, die brauchen wir nämlich immer nur hier. Für die Stunde ist jetzt unser Plan, wieder unser Fahrsilo voll zu machen. Das haben wir jetzt in der letzten Stunde leer gemacht. Deswegen machen wir es jetzt wieder auf den Weg zurück. Ja, schnappen uns unser Mähwerk. Wisst ihr, was ich gerade überlege? Das Pöttinger Frontmähwerk hat eine breitere Arbeitsbreite als das, was wir aktuell haben. Und das Frontmähwerk könnten wir uns auch gerade schon leisten. Wollen wir vielleicht kurz zum Shop fahren und unsere Mähwerke austauschen? Weil ich würde ja eh ganz gerne langfristig gesehen auf die Pöttinger Schneidwerke wechseln. Das Heckschneidwerk können wir uns jetzt noch nicht leisten. Aber das für die Front passt. Das ist auch PS-technisch kein Problem. Oh, ich wollte eigentlich nicht über meine Felder fahren, aber man sieht so schlecht, dass es ein Feld ist, Mann. Ich dachte, es wäre Wiese. Das machen wir doch, würde ich sagen. Wir nehmen jetzt auch direkt auf diese Tour zum Dings, nehmen wir jetzt auch direkt schon unseren Ladewagen mit. Weil dann können wir nämlich auf dem Weg dahin einfach schon wieder den Rand mähen und können ein kleines bisschen, ne, können dann vorne ein bisschen Gras verkaufen und haben direkt wieder Geld und können auf den Wegen schon mähen. Ich glaube, das ist klug. Und let's go! Guck mal rein. Also wir sind hier, wir haben das richtig gut gefüllt auf dem Weg. Hätte ich gar nicht gedacht, dass wir so viel Gras jetzt hier kriegen auf dem Stückchen. Zack. Okay. Dann bringen wir das hier einmal kurz rein. Zack. Das reparieren wir einmal und lackieren wir einmal. Und dann verkaufen wir das einmal. Komm, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch bei der Jungfrau shoppen. Guten Tag. Ich hätte gern neues Mähwerk. Das gute Pöttinger soll es werden. Ja, danke für Ihre gute Beratung. Das nehme ich so. Zack. Yay, wir haben ein neues Mähwerk. Auf geht's. Muss man eigentlich hier auch... also hier muss man keine Schwartablage wählen, ne? Das ist immer automatisch schwart. Zack. Auf geht's. Ey,
Ey, wenn das keine Maßarbeit war, dass wir hier einfach auf genau 100% gekommen sind, das schon nicht schlecht, ne? Oh. Hoppala. So, dann können wir jetzt dort hinten, also das hier ist leider jetzt noch nicht alles nachgewachsen, aber da hinten, da wo unsere Startfläche ist, da können wir jetzt wieder alles abmähen. Hier hinten, wo einst dieses wundervolle Projekt startete. Es ist so schön, jetzt einfach wieder hier diese riesen Grasfläche vor uns zu haben. Und wir können einfach alles abmähen, so. Das ist so geil. Wir hatten das jetzt echt die letzten Wochen oft, dass wir so rumgefahren sind und halt immer geguckt haben, wo haben wir noch Gras? Mit möglichst nicht ganz so einem weiten Fahrtweg. Und oh, das ist ja so schön, dass das ja alles nachgewachsen ist. Wir müssen uns jetzt halt ehrlich überlegen, wie wir die Zeit, bis unsere Felder erntereif sind. Da müssen wir uns jetzt echt überlegen, wie wir die am sinnvollsten nutzen. Ne? Weil das sind ja jetzt noch ganz schön viele Wochen, ehe wir unsere Felder dann tatsächlich ernten können. Also wir müssen so ein bisschen jetzt für uns mal schauen, ne, wie verhalten wir uns auch bezüglich Schlafen, wie verbringen wir die Zeit. Also ich glaube, es ist schon so fürs gesamte Projekt, auch fürs Zuschauen und so angenehm, wenn wir das so ungefähr einpendeln, dass wir jede Aufnahme, also jede 4 Stunden auch einmal schlafen gehen. Weil ich glaube, sonst vergeht die Zeit einfach zu langsam, ne, und dann kommen wir halt irgendwie auch ziemlich langsam nur voran. Wir wollen ja unsere Felder dann auch irgendwie bald mal ernten und was damit anfangen, so, ne. Ey, wir kommen gut voran. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass es schneller geht mit dem größeren Mähwerk, oder? Ich finde, es geht richtig fix. Ich bin sehr begeistert. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass wir das Fahrsilo diesmal viel voller kriegen, als wir es beim letzten Mal, wo wir es auch nur eine Stunde gemacht haben. Irgendwie habe ich echt den Eindruck, mit dem Mähwerk vorne läuft das viel geschmeidiger hier. I like. Hä, das sieht doch schon richtig gut aus hier, unser Silo. Ich bin voll begeistert, wie schnell wir hier vorankommen. Voll gut. Haben wir jetzt noch irgendwas, was wir uns für 29.000 Euro kaufen können oder wollen? Ich glaube, alles, was wir aktuell brauchen oder so, ist dann auch irgendwie teurer. Ich glaube, mit den 29 können wir jetzt nicht so viel anfangen. So, wir verdichten hier mal wieder ein bisschen. So langsam haben wir nämlich auch Probleme, hier drauf zu kommen. Ich überlege gerade, haben wir, als wir das letzte Mal das Fahrsilo gefüllt haben, war das schon der Glastraktor oder haben wir das noch mit dem anderen gemacht? Weil ich bin gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen positiv überrascht, wie gut wir hier rüberkommen. Aber es kann auch sein, dass wir das ja noch mit dem Xetor gemacht haben und wir deswegen besser drüber, also jetzt besser drüber kommen, ne? Oh, never mind. Und da hängen wir. Das war ja wieder ein bisschen, ja, Karma. So, wir haben jetzt aber auch nicht mehr viel Zeit. Also ich würde sagen, nach dem Anhänger hier holen wir jetzt noch einen Anhänger. Und dann ist aber auch fast die Stunde schon wieder rum. Aber das war sehr gut. Also es ist richtig voll geworden, unser Silo. Ich bin ehrlich sehr zufrieden. Einer geht noch. Einer geht noch rein. So, letzte.
letzte Fuhre, die wir hier jetzt noch reinschmeißen. Warte mal, ich verdichte, glaube ich, erst und dann schmeißen wir die letzte drauf. Ach, wir sind ja bei 97% verdichten. Oh Mensch. Ja, tipptopp, 100%. Okay, so viel dazu. Ah, ich hätte mein Mähwerk abmachen sollen. Warte mal, das machen wir mal noch. Obwohl, ist eigentlich auch egal. Jetzt kriegen wir das hier auch noch raus. Oh, hä, die Aktion kann nicht ausgeführt werden? So, dann bleiben. Ach so, nee, Moment. Hier vorne, das wollten wir ja noch mitnehmen, was hier noch liegt. Dankeschön. Das schmeißt man natürlich da noch rein. Das, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Situation wir das... Ach, das war das, was wir vorne von der Kante mal weggesammelt haben oder so, ne? Ich glaube, das war das, was mal vorne dran lag. So, jetzt schmeißen wir einmal kurz das... Ups, ja. Das Mähwerk ab. Zack. Guckst du gleich mal, was beim Sägewerk zwischenzeitlich passiert ist? Können wir gerne machen, ja. Na, theoretisch müsste da ja jetzt einen Zyklus durchgelaufen sein. Weil es stand ja 24 Zyklen pro Monat. Wir gucken gleich, wie viele Liter wir haben. Verdichten einmal kurz hier fertig. Zack. So, wir haben 202.000 Liter. Hä, wir hatten wir beim letzten Mal nicht nur 100.000? Wir haben irgendwie viel mehr geschafft als mit dem kleinen Mähwerk noch. Wir waren unnormal produktiv. Ich glaube halt auch im Zusammenhang noch mit dem besseren Traktor, ne? Besserer Traktor, Bus plus größeres Mähwerk ist ja richtig strong. Guckt mal, wie voll das ist. Ich bin richtig begeistert. So, dann verschließen wir das. Zack. Viel Spaß, kleines Silo, beim Gären. Ja, wunderbar. Das war jetzt unsere letzte Tat für heute. Lasst uns mal Revue passieren lassen, was wir jetzt in den heutigen 4 Stunden geschafft haben. Wir haben ein Feld angesät. Wir haben das Feld noch gedüngt. Wir haben ein weiteres Feld angelegt. Ein größeres Feld. Das haben wir ebenfalls angesät plus gedüngt. Wir haben geschlafen. Wir haben alle 3 Felder die zweite Düngestufe gegeben. Wir haben ein neues Mähwerk gekauft. Wir haben einen Frontladeanbau für den Klaas gekauft. Was haben wir noch gemacht? Wir haben einmal unseren Salat zum ersten Mal verkauft. Wir haben unser gesamtes Fahrsilo geleert und neu aufgefüllt. Und wir haben uns ein Sägewerk gebaut und das aufgefüllt mit Bäumen. Habe ich was vergessen, was wir noch heute alles gemacht haben? Das war sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, würde ich behaupten. Jetzt guck mal einmal fix, wie es in unserem Sägewerk aussieht. Wir haben 147 Liter Holzbalken. Also ist jetzt noch nicht ganz so viel. 147 Liter ist jetzt noch nicht ganz so viel. Aber es läuft, es läuft. Und spätestens, wenn wir dann schlafen gehen einmal, dann haben wir ja richtig viel. Ansonsten enden wir jetzt mit einem Kontostand von 29.000 Euro. Tja, was ist unsere nächste Investition? Heckmähwerk. Plus eventuell Ballenpresse. Da müssen wir uns jetzt halt wirklich nochmal final Gedanken drüber machen, ob wir das jetzt machen wollen oder nicht mit der Ballenpresse. Ansonsten langfristig gesehen Silo und Mähdrescher. Und vielleicht schon zwischendurch tatsächlich auch irgendwie nochmal weitere Tierställe. Schauen wir mal. Aber insgesamt wieder tipptopp 4 Stunden hier heute gewesen.